Diese IKEA-Lautsprecher haben mich dazu gebracht, komplett auf Sonos umzurüsten. Obwohl Sonos neben einigen Vorteilen ein eher spezielles System ist. Was die Vor- und Nachteile bei anderen Systemen angeht und was man generell bei smarten Lautsprechern beachten muss, all das gibt's jetzt hier. Ja, das letzte Video ist schon etwas her und ich rede schon wieder von IKEA. Aber keine Sorge, das wird kein ausführliches Review der Symfonisk-Lautsprecher. Die findet ihr hier bei YouTube auch zuhauf. Hier geht es eher darum, warum Sonos und damit eben auch die IKEA-Lautsprecher im Markt der Netzwerklautsprecher so herausstechen. Um zu zeigen, was sie richtig machen, aber ganz wichtig auch, wo die ganzen großen Stolperfallen liegen, müssen wir erstmal schauen, womit wir es überhaupt zu tun haben. Die Zeiten, in denen große Verstärker und sündhaft teure Markenboxen für einen guten Klang notwendig waren, die sind lange vorbei. Gut, natürlich gibt es auch viel Schrott auf dem Markt, aber jeder Hersteller, der etwas auf Soundqualität gibt, hat auch inzwischen kleine Aktivboxen mit sehr ordentlichem Klang im Angebot. Aber ich will gar nicht so viel über die Soundqualität reden, denn die ist ab einem gewissen Punkt einfach, naja, Geschmackssache. Nein, hier soll es um die Funktionen gehen und vor allem, wie die Funktionen die Nützlichkeit eines Lautsprechers und im Smart Home eben eines gesamten Systems an Lautsprechern definiert. Denn da gibt es mehr Unterschiede, als man vielleicht glaubt. Dazu muss man sich als erstes mal klar machen, wo die generellen Unterschiede liegen. Also ich würde grob zwischen, naja, sagen wir, drei Kategorien von Lautsprechern unterscheiden. Das sind zum einen die portablen Lautsprecher, dann die Netzwerklautsprecher und die Smart Speaker. Also das ist wirklich nur grob, denn die Grenzen sind fließend. Nehmen wir mal erstmal die portablen Lautsprecher. Das wäre hier so ein klassischer Bluetooth-Lautsprecher, der auf das Smartphone angewiesen ist, um einerseits Musik wiederzugeben oder eben manchmal auch Zusatzfunktionen wie Sprachsteuerung anzubieten. Letztendlich reichen die meisten dieser Geräte aber die Signale nur durch, sind also letztendlich dumm. Die Netzwerklautsprecher, da wäre eben Sonos das beste Beispiel, arbeiten dagegen eigenständig. Sie hängen im Netzwerk und können eigenständig Musik streamen. Die brauchen dann eben nicht direkt ein Smartphone in der Nähe, auch wenn sie natürlich über das Smartphone oder über andere Geräte gesteuert werden, die im selben Netzwerk hängen. Viele können dann, wie die portablen Lautsprecher auch, zusätzlich noch Musik vom Smartphone streamen, also wenn man das will, per Bluetooth oder AirPlay. Was sie oft auch können, ist dieselbe Musik auf mehreren Lautsprechern im Haus wiedergeben, sogenanntes Multiroom. Noch einen obendrauf setzen die Smart Speaker. Die sitzen im Netzwerk, arbeiten aber noch eigenständiger, weil sie direkt am Gerät oder oft per Sprachsteuerung bedient werden. Wir kennen sie alle als die Alexas, Siris oder Googles dieser Welt, bei denen oft der Lautsprecher, so wie hier beim Echo Dot, das zweitrangige ist. Der klingt nämlich wie ein Dosentelefon. Viel wichtiger ist dann nämlich das Betriebssystem und die Sprachsteuerung eben. Die ermöglichen dann eben auch deutlich mehr smarte Funktionen als die reinen Netzwerklautsprecher, die eher nur auf Musik ausgelegt sind. Aber vor allem in dem Bereich rüsten die Hersteller der Netzwerklautsprecher auf und integrieren die Sprachassistenten in ihre Lautsprecher. Wie gesagt, die Grenzen sind fließend, aber das wäre jetzt erstmal ein grober Überblick. Hier soll es vorrangig über Netzwerklautsprecher gehen und warum der Lautsprecher aus der IKEA-Sonos-Kooperation da vieles richtig macht. Bei dem Thema sind nämlich die Details recht wichtig. Und damit sind wir an dem Punkt, der mich dazu gebracht hat, das System zu wechseln. Vorher hatte ich in jedem Raum ein Gerät von Denon aus der Heos-Serie. Gefiel mir auch sehr gut, vor allem wenn es um den Klang ging, gab es da echt nichts zu meckern. Und es gibt noch andere Dinge, die ich wirklich vermisse. In einem etwas älteren Video ging es ja schon mal um die Entscheidung, warum ich mich gerade für den Denon Heimkino-Verstärker entschieden habe. Und der ist auch immer ganz bewusst noch da. Allerdings eben nur noch als Media Center. Inzwischen nutze ich für Musik hier in der Wohnung Sonos. Grund dafür war, ganz einfach gesagt, es war deutlich günstiger. Wie jetzt? Ja, ich sehe die verdutzten Gesichter derjenigen, die wissen, wie viel Sonos-Geräte kosten. Deshalb füge ich mal schnell zwei Sachen hinzu. Erstens, ich nutze vor allem die IKEA-Lautsprecher. Und zweitens bin ich mir sehr bewusst, was das System kann und was eben nicht. Schlicht gesagt, ich konnte mit den Schwächen leben und nutze die Stärken. Aber was kann Sonos denn nun besser?
Der eine ganz entscheidende Vorteil von Sonos ist die Bedienphilosophie. Und damit unterscheiden sie sich sehr positiv von allen anderen Herstellern. Am einfachsten lässt sich das so zusammenfassen. Bei den anderen Netzwerklautsprechern schalte ich zwischen verschiedenen Musikquellen um. Bei Sonos läuft ein komplett integriertes Media Center mit allen Quellen auf den Lautsprechern selbst. Am deutlichsten wird das bei Spotify. Fast jeder Lautsprecher unterstützt Spotify, oder? Nee, nicht ganz. Spotify Connect. Und da haben wir schon den entscheidenden Unterschied. Bei Heos beispielsweise werde ich, wie bei den meisten Herstellern tatsächlich, direkt auf die App von Spotify weitergeleitet. Und dann muss ich in der Spotify-App den Lautsprecher auswählen, auf dem ich den Song wiedergeben will. Um den dann aber auf mehreren Lautsprechern wiederzugeben, muss ich wieder zurück in die Heos-App und verbinde da mehrere Lautsprecher. Aber auch wenn ich gar nicht mehrere Lautsprecher brauche, ist es schon ein Vorteil, alles in einer App machen zu können. Bei Sonos melde ich mich in der App bei Spotify an und durchsuche eben direkt in der Sonos-App meinen Spotify-Account und sage dort, welchen Song ich auf welchen Lautsprechern abspielen will. Wo ist da genau der Unterschied? Also, wenn ich nur Spotify abspiele auf einem Lautsprecher, ist das egal, oder? Naja, fast. Für jede Musikquelle, also Amazon Music, Google Music, Spotify, Webradio, Podcast, whatever, leitet mich Heos in eine andere App oder in ein separates Untermenü in der Heos-App weiter. Vor allem bei der Suchfunktion wird das sehr deutlich, wo da das Problem ist. Ich kann bei Sonos das gesamte System inklusive aller Sender, Alben, Songs von jeder Musikquelle durchsuchen. Bei Heos muss ich dafür jeden Dienst einzeln durchsuchen oder sogar für alles eine eigene App haben. Achtet mal drauf, wenn ihr so ein System habt, das fällt vor allem auch bei den Favoriten auf. Ich kann bei Heos keine Favoriten für Spotify setzen, weil Heos nie direkt mit Spotify kommuniziert, sondern eben immer nur ein Mittelsmann ist. Und ich kann auch keine Playliste aus Spotify-Liedern, MP3s von meinem Netzwerkspeicher und anschließend zum Beispiel ein Album von Amazon Music bauen. Bei Sonos geht das allerdings alles aufgrund der Integration der Dienste direkt im System. Die meisten Hersteller machen sich auch nicht einmal die Mühe, Musikdienste einzupflegen, sondern verweisen eben darauf, dass man sie ja per Bluetooth vom Smartphone auf den Lautsprecher bringen kann. Naja, also damit hebelt man natürlich eine der wichtigsten Funktionen von Netzwerklautsprechern komplett aus. Eben die Funktion, dass man das Smartphone eigentlich gar nicht braucht. Ja, ich sehe schon das Stirnrunzeln. Für viele ist die naheliegendste Funktion und auch die praktischste eben das Streaming vom Smartphone, weil man das eben immer dabei hat und darüber auch alles einstellt. Die Multiroom-Option steht für die meisten nicht direkt im Vordergrund. Kaum jemand will außerhalb der Party im gesamten Haus dieselbe Musik laufen haben. Für mich war das aber schon wichtig. Vielleicht geht es da ja einigen wie mir. Wenn ich Musik, Radio oder Podcast höre, dann meistens nebenher und über mehrere Räume hinweg. Zum Beispiel morgens, ganz klassisch, im Schlafzimmer, Bad und Küche. Daher finde ich Anforderungen wie eine einfache Gruppierung und Favoriten echt nicht zu viel verlangt. Bei Heos ging das alles nicht so wirklich. Neben den fehlenden Favoriten für bestimmte Mediendienste fehlte zum Beispiel auch eine einfache Weckfunktion. Außerdem gab es dann noch regelmäßig Probleme mit der Ansteuerung der Lautsprecher in der App. Die wollten nämlich da einfach partout nicht auftauchen. All das ist bei Sonos bislang kein Problem. Und auch eines der lästigsten Probleme, nämlich das unterbrechungsfreie Abspielen über mehrere Räume hinweg, löst Sonos recht clever. Wenn man nämlich eines der Geräte per Kabel ins Netzwerk bringt, dann baut Sonos sein eigenes WLAN auf, das sich dann nicht ganz so leicht vom restlichen Netzwerk stören lässt. Okay, also es gab jetzt spezielle Gründe für mich, für das System. Aber der Grund, weswegen ich eigentlich nie auf Sonos wechseln wollte, war der enorme Preis pro Lautsprecher. Damals rund 220 Euro. Heos lag da zwar fast gleich auf, aber in Verbindung mit dem Media Center brauchte ich zum Beispiel keinen eigenen Lautsprecher im Wohnzimmer. Das hat so 200 Euro gespart. Für Sonos geändert hat das die Kooperation mit IKEA. Und zugegebenermaßen war ich sehr skeptisch, ob die Lautsprecher nicht einfach nur billige, abgespeckte Teile mit einem Sonos-Logo drauf sind. Aber ich wurde überrascht.
Diese Regallautsprecher haben den vollen Funktionsumfang und einen ausgewogenen, satten Klang. Für das normale Musikhören füllen sie mühelos einen normalen Raum. So wie es eben die Sonos Play One, One oder One SL oder eben die Heos können. Dann stand ich aber, und das werden viele kennen, vor dem, ich nenne es mal, Multi-Room-Dilemma. Die verschiedenen Systeme funktionieren nämlich nicht miteinander. Heos, Sonos, Philips, Teufel, Google, Amazon. Jedes System ist anders und arbeitet mit den anderen Herstellern natürlich nicht zusammen. Einzige Ausnahme, Apples AirPlay. Also dass ausgerechnet mal Apple etwas schafft, das verschiedene Insellösungen miteinander verbindet, ist irre, oder? Ja, natürlich gibt es einen Haken. Es muss natürlich ein Gerät von Apple sein, was es abspielt. Damit arbeiten die Lautsprecher, wie bei Bluetooth, dann aber leider nicht mehr autark, sondern ausschließlich im Verbund mit dem Apple-Gerät. Im Gegensatz zu Bluetooth arbeitet das natürlich über WLAN, sodass man, naja gut, zumindest theoretisch mit seinem Handy im gesamten Haus herumlaufen kann. Wichtig, für 99% der Multiroom-Systeme gilt, sie sind alles Insellösungen. Im besten Fall schaffe ich es irgendwie von außen ein Signal reinzubringen, aber was ich auf jeden Fall nicht schaffe, ist den Lautsprecher eines anderen Herstellers in irgendeiner Weise in dieses System zu bringen. Also den technischen Grund kann ich noch relativ gut nachvollziehen, denn für Multiroom müssen die Lautsprecher synchron arbeiten können und dazu eben die verschiedenen Laufzeiten übers Netzwerk über ein Protokoll zum Beispiel abstimmen. Sonst spielt jeder Lautsprecher im Zweifelsfall minimal versetzt und das klingt richtig kacke. Warum es dafür aber kein herstellerübergreifendes Protokoll gibt oder irgendeinen Standard, das ist tatsächlich irgendwie komisch. Wobei ja, das muss man der Fairness halber auch sagen, offenbar an einem großen Konsortium aus Smart-Home-Herstellern gearbeitet wird. Da können wir gespannt sein. Wobei, die scheinen sich aktuell nicht mit Audio zu beschäftigen, sondern erstmal generell mit Smart-Home-Steuerung. Aber zurück zu den Lautsprechern. Kurzum, ich musste mich dazu durchringen, das komplette Heos-System zu verkaufen. Also das war bei den Heos HS1 noch eine sehr einfache Entscheidung, denn die brachten aufgrund ihres tollen Klangs noch so viel, dass ich dafür jeweils einen Symfonisk kaufen konnte. Problematisch waren allerdings die beiden Verstärker am Arbeitsplatz und im Wohnzimmer, also im Media Center. Am Arbeitsplatz habe ich nämlich die Möglichkeit geschaffen, dass ich auf dem Heos-System den Ton des PCs bzw. des Laptops wiedergeben kann. Damit ich eben nicht noch zusätzliche Lautsprecher benötige, habe ich dort auf einen Heos-Amp gesetzt, der entweder einen Line-In wiedergeben konnte oder eben aus dem Netzwerk spielt. Der war finanziell nicht so einfach zu ersetzen, denn selbst ein gebrauchter Sonos-Amp der älteren Generation war noch recht teuer. Aber mir blieb ja wegen des Multi-Room-Dilemmas nichts anderes übrig. Den Heimkino-Verstärker im Wohnzimmer habe ich genau aus dem Grunde auch nicht ausgetauscht. Ein ähnliches System von Sonos kostet nämlich mindestens 1.500 Euro und hat dann nicht einmal High-Definition-Sound. Kurzum, ich habe für das Wohnzimmer einen zusätzlichen Lautsprecher kaufen müssen und das Media Center arbeitet ab sofort autark und es funktioniert auch super. Wobei, da der Heos-Verstärker AirPlay 2 kann, könnte ich doch irgendwie alle koppeln. Über Apple als Brückenbauer. Finde ich immer noch verrückt. Und so hörte er glücklich und zufrieden Musik bis ans Ende seiner Playlist. Nee, im Ernst. Kommen wir mal zu den Nachteilen des Sonos-Systems. Was man da wissen muss, Sonos ist extrem Apple-affin. Also ihr könnt es natürlich von jedem Smartphone aus einrichten und Musik abspielen, kein Thema, auch Android, aber in Kombination mit den Apple-Geräten schöpft ihr erst das gesamte Potenzial aus. Und das vor allem aus zwei Gründen. Erstens, die Sonos-Geräte haben ein sogenanntes TruePlay-Feature. Damit könnt ihr per iPhone oder iPad und eben nur damit euren Raum einmessen. Damit wird der Klang der Lautsprecher auf den Raum angepasst und ja, das bringt wirklich was. Es klingt viel, viel besser. Da man sich dafür aber auch ein Apple-Gerät kurz von einem Freund leihen könnte, ja, das geht wirklich, ist das zweite viel wichtiger. Und das ist das eben beschriebene AirPlay 2. Das funktioniert nämlich nur mit Apple-Geräten und das ist die einzige Möglichkeit, Quellen ins Sonos-System zu bringen, die nicht direkt auf den Lautsprechern laufen. Also zum Beispiel YouTube oder die ARD-Audiothek.
Externe Quellen ist nämlich mitunter der größte Nachteil bei Sonos generell. Im Gegensatz zu Heos gibt es hier kein Bluetooth und auch kein Line-In, also zumindest nicht bei den normalen Lautsprechern. Es gibt im Portfolio den Sonos Port für schlappe 450 Euro oder den Amp für 700 Euro. Die haben dann Line-In und bringen den auch ins Multiroom, allerdings kein Bluetooth. Das bekommt man nur beim Sonos Move für schlappe 400 Euro. Bluetooth ist da aber nur eine Entweder-Oder-Option. Also ihr könnt entweder Bluetooth wiedergeben oder den Lautsprecher im Sonos-Netzwerk arbeiten lassen. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Ohne Netzwerk oder vielmehr Internetverbindung sind die Sonos-Lautsprecher, also bis auf den Move, nicht zu gebrauchen. Ohne Internet geht gerade noch so, aber ohne Netzwerk kann man sie komplett knicken. Sie bauen nicht einmal ein eigenes WLAN für AirPlay 2 auf, damit man den Lautsprecher zum Beispiel auf Reisen nutzen kann. Last but not least, die IKEA-Lautsprecher und gerade noch so der Sonos One sind im preislichen Rahmen, aber darüber hinaus ist Sonos einfach arschteuer. Gerade hat Sonos zum Beispiel eine neue Soundbar rausgebracht, die wirklich guten Klang liefern soll und endlich auch Dolby Atmos unterstützt. Die kostet aber leider mehr als mein Fernseher. Das mag klanglich noch irgendwie gerechtfertigt sein, aber dafür fehlen dann nun auch so ein paar Funktionen generell. Zum Beispiel das gerade mit großem Tamtam veröffentlichte Firmware-Update, das einige Geräte sogar komplett außen vor lässt, hat vielleicht unter der Haube einige Verbesserungen gebracht, aber für die Nutzer der App ist das einzige zusätzliche Feature, dass man jetzt Gruppen von Lautsprechern definieren kann, ohne jedes Mal alle einzeln hinzuzufügen. Wow, ganz stark. Wenn man damit übrigens aber einen Wecker einrichten möchte, geht es irgendwie nicht. Irgendwie geht es hier ständig um Wecker. Und was sich auch viele wünschen, ist zum Beispiel Lautsprecher aus Stereo- oder Surround-Setups auch separat nutzen zu können. Das ist immer noch nicht möglich. Es gibt auch immer noch keine Szenen, auf denen man einen Favoriten zum Beispiel auf bestimmten Lautsprechern oder mit bestimmter Lautstärke abspielen kann. Und. Aber ja, das System klingt gut und es läuft bei mir jeden Tag. Aber eben nur, weil IKEA den Einstiegspreis mit diesen Lautsprechern massiv drückt. Und daher auch mein Fazit zum IKEA Symfonisk. Es gibt zwar kleinere Schwächen, vor allem die fehlende Bluetooth-Option, aber man profitiert hier neben dem guten Klang für einen fairen Preis eindeutig von der echt guten Sonos-Bedienphilosophie, die im Markt fast ein Alleinstellungsmerkmal ist. Zur Wahrheit bei diesem Fazit gehört allerdings auch, dass es solch eine Kooperation überhaupt gibt und dadurch eben die Preise fallen, wird wohl auch damit zusammenhängen, dass reine Netzwerklautsprecher wie die von Sonos und Heos in den nächsten Jahren noch stärkere Konkurrenz von gut klingenden Smart Speakern, also Sprachassistenten, bekommen werden. Und dann stellen sich für uns Smart Homies in Zukunft bei den Lautsprechern ganz andere Fragen. Zum Beispiel: Welches Technikökosystem steuert mein Haus am besten? Aber darum soll es ein anderes Mal gehen. Vielen Dank für euer Interesse und nicht nur, weil ich hier zeitweise so geschwärmt habe, ich habe keinerlei Verbindung zu den genannten Firmen, die genannten Geräte habe ich ganz normal im Handel erworben. Was ich hier von mir gebe, basiert auf meinen Erfahrungswerten im täglichen Betrieb. Die Links in der Videobeschreibung gehören allerdings zum Amazon-Partnerprogramm.